Ich probiere heute eine Technik aus, wie sie im Mittelalter schon beschrieben wurde von einem Mönch namens Theophilus Presbyter. Der hat ein Werk verfasst, das nennt sich De Diversis Artibus, also über die diversen Künste. Und da geht es nicht nur, aber auch um das Fügen von Holzplatten, also das Fügen von Holzbrettern zu einer Platte. Und er beschreibt das als die Tätigkeit, die nötig ist, um die Füllungen von Altarflügeln zu fertigen. Also die Platten, die später bemalt werden, wo dann die Heiligen drauf dargestellt werden, die müssen aus einzelnen Stäben oder Brettern zusammengefügt werden, weil es keinen Baum gibt, der so groß wächst und weil sie sonst auch krumm werden würden. So, das wird nicht einfach mit dem Beil gemacht, weil man dadurch damit ja nicht so gut zielen kann, sondern wir legen ein Spaltmesser auf und treiben es dann mit dem großen, schweren Holzhammer in den Stamm oder in das Holz. Und ich nehme dazu zwei kleine Stückchen Holz, ungefähr ein halbes Zoll dick und 2 Zoll breit und vielleicht so eine Handspanne lang. Und die bekomme ich aus einem einfachen Scheitholz. Der wird gespalten. Dabei muss man darauf achten, dass man den Holzscheit immer in der Mitte spaltet, sodass auf beiden Seiten gleich große Teile entstehen, weil man sonst den Effekt hat, dass sich nur ein kleiner Keil bildet und das Messer nach außen getrieben wird, weil die Kräfte ungleich werden. Und den kann man immer in der Mitte auftrennen und dann, wenn es noch zu dick ist, kann man das nochmal in der Mitte auftrennen. Und wenn man dann die einigermaßen richtige Dicke hat, werden diese relativ krummen Teile dann nochmal mit dem Beil zugehauen. Mit dem Beil und mit Augenmaß kann man dann aus jedem Brett eine gerade Fläche hauen und möglicherweise auf der anderen Seite auch noch eine parallel dazu laufende Fläche, sodass man das Brett dann leicht auf den Tisch auflegen kann, auf die Werkbank, und dort kann es dann gehobelt werden. Das Hobeln macht man, um eine ebene Fläche vorzubereiten, zu der dann die Winkelkante angebracht wird. Diese schmale Seite des Bretts wird gefügt, nennt man das. Wenn wir gerade Flächen an den Brettern haben, können wir die Kanten fügen. Und dazu wird erst die eine Kante möglichst eben und gerade gefügt und dann die andere Kante, das andere Brett draufgelegt und gleich markiert, damit man es nicht ständig wieder andersrum dreht. Und dann wird so lange an dem zweiten Brett gehobelt, bis die beiden zusammenpassen, ohne dass sich ein Spalt dazwischen befindet oder ohne dass sich kleine Löcher dazwischen befinden. Nur so kann gewährleistet sein, dass auch die Fuge nachher hält, weil der Leim nur das Holz verbinden kann und an sich keine Haltbarkeit hat.